tibetischen Buddhismus geht es manchmal sehr laut zu. In der Mahakala Puja zum Beispiel. Eine Puja ist eine Zeremonie und Mahakala ist ein alttibetischer Dämon, der zum Buddhismus bekehrt wurde und seither als ein machtvoller Schützer des Glaubens fungiert. In Tibet und den tibetischen Klöstern in aller Welt wird diese Puja meist abends abgehalten. Im buddhistischen Zentrum Benchen Punzok Ling, mitten in der Eifel, ist das nicht anders. Lama Yönten schlägt die Zimbeln aneinander, während auf den umliegenden Wiesen die Bauern gerade die Kühe zum Melken treiben. Die Trommel lässt hier eine Frau erdröhnen, Karina Krämer-Bleicher. Sie hat lange dafür geübt und mittlerweile fühlt sie sich relativ sicher im Umgang mit dem traditionellen tibetischen Ritualinstrument. Neben ihr sitzen Bernd, ihr Mann, Freunde, die zu Besuch sind, und Lama Yönten, ein tibetischer Mönch, der eigens aus Nepal kam, um das Zentrum spirituell zu betreuen. Alle zusammen rezitieren sie die Mantras und Gebete, die zur Liturgie der Mahakala Puja gehören. Und das meiste davon kann Karina Krämer-Bleicher inzwischen auswendig. In die Wiege gelegt wurde ihr das nicht. Die Frau, die im normalen Leben eine Praxis für Ergotherapie leitet, ist eigentlich eine echte Kölsche Mädchen. Ich bin halt katholisch groß geworden, bin wohl gerne immer in Kirchen gegangen und habe gerne Kerzen angemacht und so weiter. Also das hat mich wohl sehr beeindruckt. Heute macht die gläubige Buddhistin nicht nur Kerzen an, sie entzündet auch Räucherstäbchen und praktiziert eine Religion, von der sie als Kind noch nicht einmal wusste, dass es sie gibt. Eines allerdings wusste sie recht bald, dass ihr das, was von einem katholischen Kind erwartet wurde, nicht behagte. Und zwar war das in der Vorbereitung zur Kinderkommunion. Auf jeden Fall wurden auch so Beichtkataloge, habe ich das immer genannt, verteilt an uns Kinder, wo halt eben schon die Sünden drin standen. Und das war sehr befremdlich für mich. Auf jeden Fall habe ich dem Pastor da irgendwas draus vorgelesen, um irgendwie was nun sagen zu können, was ich denn falsch gemacht habe als Kind. Also vielleicht genascht oder durch Schlüsselloch geguckt oder sowas. Naja, das hat mir überhaupt nicht gelegen und ich wollte halt eben tatsächlich dann auch gar nicht mehr in die Kirche gehen. Die Faszination für religiöse Dinge aber blieb ihr. Und als sie etwas älter wurde, wuchs auch ihr Interesse an den klassischen Sinnfragen. Wozu bin ich auf der Welt? Welchen Zweck hat mein Leben? Oder welchen Sinn könnte es haben? Und dann fing wohl auch so ein bisschen die Entwicklung an, weiter nachzufragen, zu suchen und zu vergleichen und rauszufinden, ist jetzt der katholische Glauben dasjenige oder gibt es da noch was anderes? Sie las viel und eines Tages fiel ihr Siddhartha in die Hände, Hermann Hesses Roman über das Leben des Buddha. Und das, erzählt sie, beeindruckte sie tief. Sie begann nun gezielt nach buddhistischer Literatur Ausschau zu halten. Das war vor gut 20 Jahren gar nicht so einfach, denn damals wurden die Lehrtexte gerade erst in westliche Sprachen übersetzt. Und durch Zufall fand ich bei einer Freundin ein Buch von einem hohen tibetischen Lehrer. Und das habe ich in einem Zug durchgelesen und wusste genau, das ist es. Das war der Diamantweg von Kala Rinpoche. Ein kleines Büchlein, aber einfach mit diesen Grundgedanken drin des Buddhismus. Und dann habe ich gedacht, das ist es. Und dann erinnerte ich mich, dass halt in den Kölner Bioläden und in einem bestimmt so eine esoterische Ecke war. Also die haben damals Bücher verkauft in dieser Richtung. Da gab es die noch nicht so sehr in den großen Bibliotheken oder halt auch nicht in den Buchläden. Und da bin ich in einen Bioladen in Köln und bin auch mit der Verkäuferin ins Gespräch gekommen. Das war halt eben auch wieder so, wie sich sowas fügt, dass sie meinte, ja, wenn ich dieses Interesse hätte, ob ich denn nicht mal gerade mit in die Eifel fahren wollte an dem nächsten Wochenende. Das Ereignis, das fortan ihr Leben veränderte, beschreibt sie in zwei knappen Sätzen. Und dann habe ich das gemacht, bin also in die Eifel gefahren, nach Wachendorf.
und habe quasi direkt meinen jetzigen Lehrer getroffen, bin angekommen, war zu Hause. Ja, und das war's. Carina Krämer-Bleicher ist Anfang 40. Eine gestandene Frau und eine gefragte Ergotherapeutin. Es fällt ihr schwer, das zu beschreiben, was sie am tiefsten bewegt. Sie fürchtet, es könnte abgehoben klingen oder gar esoterisch. Und wenn Carina Krämer-Bleicher etwas sicher nicht ist, dann abgehoben und esoterisch. Sie arbeitet täglich mit schwerkranken Patientinnen und Patienten und führt ihre Praxis mit 3 Angestellten. Nebenbei managt sie die anstehenden Arbeiten in Benchen Punzok Ling, dem tibetisch-buddhistischen Zentrum, das sie zusammen mit ihrem Mann Bernd und anderen Gleichgesinnten aufgebaut hat. Mit ihnen organisiert sie auch den Sommerkurs im Zentrum, zu dem alljährlich hunderte Buddhistinnen und Buddhisten aus ganz Europa anreisen. Die Begegnung mit dem Lehrer war für die meisten westlichen Buddhistinnen und Buddhisten der ersten Generation ausschlaggebend für ihre Entscheidung, dem Dharma, also der Lehre des Buddha, zu folgen. Im tibetischen Buddhismus und hier vor allem im Tantra, einer mystischen Lehre, die nicht nur auf Meditation und Studium, sondern auch auf energetischen Übungen beruht, geht nichts ohne den Lehrer oder die Lehrerin. Nur aus Büchern kann man sich die entsprechenden Praktiken nicht aneignen. Eine Meditationspraxis zum Beispiel bewirkt nur dann eine spirituelle und auch charakterliche Entwicklung, wenn der Lama, also der Lehrer, die Übenden persönlich dazu anleitet. Die traditionellen Lehren verlangen von den Praktizierenden absolutes und grenzenloses Vertrauen zu ihrem Lama, der wiederum erkennen muss, welche Praxis für den entsprechenden Menschen in seiner jeweiligen Situation die richtige ist. Gleichzeitig aber, sagt Carina Krämer-Bleicher, muss auch der Schüler den Lehrer und die Lehren prüfen und selbst herausfinden. Ist es für mich das Richtige, der richtige Weg, ja, die richtige Aussage und so weiter. Der historische Buddha lehrte: Seid euch selbst ein Licht, seid euch selbst eine Zuflucht, sucht in niemand anderem Rettung als in euch selbst. Das klingt für den Außenstehenden widersprüchlich, wenn nicht befremdlich. Entweder uneingeschränktes Vertrauen in den Lehrer oder ein gesunder Skeptizismus. Im Buddhismus, der die Aufhebung des dualistischen Denkens lehrt, geht beides miteinander und gleichzeitig. Carina Krämer-Bleicher empfindet Tengger Rinpoche, ihren Lehrer, als ihren spirituellen Vater. Doch das hat für sie nichts mit blindem Gehorsam zu tun. Auf die Frage, was sie am Buddhismus am meisten beeindruckt, antwortet sie: Dass es eigentlich die Eigenverantwortung ist, um die es geht. Also, und dass nicht irgendwo einer ist, der es schon richten mag. Ich bin diejenige, die für mich selber verantwortlich ist und auch selbstverständlich für mein Tun. Das war was ganz, ganz Wichtiges für mich. Bernd Bleicher, Carinas Mann und Dharma-Gefährte, sieht das genauso. Ja, eins der Dinge, die ich auch als sehr wichtig für mich empfand, ist das, für das, was ich tue, wie ich handle, was ich sage, was ich mache, bin ich im Grunde genommen selbstverantwortlich. Es gibt dann keine übergeordnete, sonst welche Instanz, an die ich irgendwann abgebe. Auch Bernd Bleicher entschied sich dazu, Buddhist zu werden, nachdem er Tengger Rinpoche, seinem künftigen Lehrer, begegnet war. Der Arbeitstherapeut, der, wie er sagt, mit Autoritäten nichts am Hut hatte, landete durch Zufall im Kamala-Shila-Institut, einem buddhistischen Studienzentrum in der Eifel. Das war vor 22 Jahren. Und damals wusste er noch nicht so recht, ob der Buddhismus wirklich das war, wonach er suchte. Aber dann kam ihm Tengger Rinpoche, ein traditioneller tibetischer Lehrer, der ein Kloster in Nepal leitet, auf der Treppe des Zentrums entgegen. Und Bernd Bleicher hatte so ein Gefühl, als hätte ich jemanden getroffen, den ich lange gesucht habe. Trotzdem, erzählt er schmunzelnd, zierte er sich erst einmal. Und der tibetische Lehrer hat mich dann was in Tibetisch gefragt, was ich nicht verstand. Dann habe ich nachgefragt, was hat er denn zu mir gemeint. Und es war eine konkrete Frage, die er an mich gestellt hat, ob ich Zuflucht nehmen will. Und da ich damals noch nicht genug wusste, habe ich erstmal, nee, da brauche ich was Zeit für. Dann bin ich mir irgendwann mal ein zweites Mal begegnet, da hat er mir die gleiche Frage gestellt. Meine Zweifel waren dann immer noch da.
ich will erst mehr wissen darüber. Und bei der dritten Begegnung, dann, da war mir dann klar, das ist ein Weg, dann lohnt es sich für mich jedenfalls zu gehen. Was ihn letztendlich überzeugte, das war etwas ganz Praktisches. Ich hatte damals schwere Rückenschmerzen und jener Mann stand in dem Ruf auch, ein Heiler zu sein. Und der hatte dann mir zwischenzeitlich mehrere Behandlungen zugutekommen lassen und meine Rückenschmerzen wurden besser. Bernd Bleicher nahm also Zuflucht. Die Zuflucht ist, christlich ausgedrückt, eine Art Taufe. Man nimmt Zuflucht zum Buddha, dem Dharma, seiner Lehre, und der Sangha, der Gemeinschaft der Gläubigen. Von da an ist man berechtigt, Belehrungen und Praxisanleitungen zu erhalten und ist sozusagen ganz offiziell Buddhist. Für Bernd Bleicher bedeutete das: Du kriegst eine Anweisung von deinem Lehrer, was du während einer Meditationssitzung machen sollst. In meinem Falle war das dann eine Atemübungsmeditation, die nennt sich Schiene. Die dient dazu, um eine innere Ruhe zu finden. Fortan fuhren Bernd Bleicher und seine Frau nicht mehr in Urlaub, sondern nach Kathmandu in das Kloster ihres Lehrers. Sie besuchten Kurse in Deutschland und lasen sich durch die einschlägige Literatur. Sie lernten Mantras zu rezitieren, auf Tibetisch zu beten, Mandalas und Gottheiten zu visualisieren. Der tibetische Buddhismus ist reich an Bildern, an Gottheiten und Dämonen. Er kennt viele Wege zur Erleuchtung und er bietet viele Angriffsflächen für Kritik. Die Realität der religiösen Institutionen stimmt nicht immer mit den Grundsätzen der Lehre überein. Sie ist von den sozialen und kulturellen Gegebenheiten derzeit geprägt, in der indische Weise den Buddhismus nach Tibet brachten und dort installierten. Im abgeschiedenen Land des Schnees entwickelte sich zwar die spirituelle Praxis ungestört und mit großer Intensität weiter, doch die gesellschaftlichen Bedingungen wandelten sich nur sehr langsam. Tibet war gut 1000 Jahre lang eine Art Kirchenstaat, von hohen Lamas regiert und sehr hierarchisch und patriarchalisch organisiert. Frauen hatten nichts zu sagen und Nonnen waren gegenüber Mönchen in vielerlei Hinsicht benachteiligt. Die buddhistische Lehre aber ist im Gegensatz dazu egalitär. Sie besagt, dass jeder Mensch über Buddha-Natur verfügt, ein grundlegendes Gutsein, das durch die spirituelle Praxis erkannt werden kann. Das Tantra lehrt sogar, dass jeder Mensch bereits erleuchtet ist und es nur nicht weiß. Ein viel zitiertes Beispiel dafür ist der Himmel. Er ist immer da. Aber häufig ist er von Wolken verdeckt, sodass man ihn nicht sehen kann. Carina Krämer-Bleicher fühlt sich als Frau von ihrem Lehrer und in ihrer Gemeinschaft nicht nur akzeptiert, sondern ebenso geschätzt. Sie weiß, dass Frauen im tibetischen Buddhismus auch die gegenteilige Erfahrung gemacht haben und zum Teil noch immer machen. Aber, sagt sie, im Buddhismus an sich ist jeder gleichgestellt. Ich weiß, dass es großartige Lehrerinnen gibt. Es gibt Nonnen, die sehr große Vorbilder für mich sind. Ich bin auch noch nie irgendwo angeeckt, also oder zurückgesetzt worden, weil ich eine Frau bin. Tengah Rinpoche, ihr Lehrer, ist zudem einer der großen Meister der weißen Tara. Das heißt, er unterweist seine Schülerinnen und Schüler in einer Praxis, die sich auf eine weibliche Gottheit bezieht. Und so beginnt auch der Sommerkurs in Almuten mit einer Zeremonie zu Ehren der weißen Tara. Die Schülerinnen und Schüler, die sich hier in der Gompa, dem Gebetsraum des Zentrums, versammelt haben, sind nicht nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus Holland, Dänemark, Polen und Italien angereist. Sie werden in diesem Jahr von Sanjin Yempa Rinpoche und Tengah Rinpoche unterrichtet. Die beiden Lehrer führen gemeinsam das Kloster Benchen Puntsok Darjeeling in Nepal und sind somit auch die spirituellen Leiter von Benchen Puntsok Ling. Der Titel Rinpoche wurde ihnen verliehen, weil sie nicht nur hochrangige Lehrer sind, sondern zugleich als Wiedergeburten erleuchteter Meister der Vergangenheit gelten. Während der Tara-Zeremonie und bei den Belehrungen thronen sie erhöht vor ihren Zuhörerinnen und Zuhörern, die zu ihren Füßen auf dem Boden sitzen. Carina Krämer-Bleicher hat auch damit keine Probleme.
Denn zum einen findet sie, dass Personen, die über ein so großes Maß an Wissen und Weisheit verfügen, Respekt verdienen. Und zum anderen hat sie beide Rinpoches in der persönlichen Begegnung als warmherzige, anspruchslose und völlig unkomplizierte Menschen kennengelernt. Babette, die aus Hilversum zum Sommerkurs nach Almuten gekommen ist, stößt sich ebenso wenig an der Hierarchie und dem dazugehörigen Zeremoniell. They have monastery life, monastery way. I think here. Das ist halt in den Klöstern so üblich. Aber hier in Bentschen kann man den Lamas sehr nahe kommen, einen sehr persönlichen Kontakt zu ihnen haben. Es ist sehr familiär. Und der Thron, ja, ich denke, wir müssen den Lamas unsere Achtung erweisen als den Lehrern. Aber wir müssen es auch nicht übertreiben, sondern auf unsere Art machen. Stefan aus Hamburg dagegen, der mit Babette und anderen Freunden im Speisesaal von Bentschen Punzoklingen auf das Mittagessen wartet, brauchte einige Zeit, bis er sich daran gewöhnte. Das war mir alles sehr, sehr fremd, die erste Zeit gewesen. Heute nach Jahren der Praxis sagt der gelernte Energieanlagenelektroniker: Wenn ich was über Buddhismus lernen möchte, dann brauche ich halt jemanden, der davon einfach mehr weiß als ich. Und das ist dann halt ein Lehrer, der jetzt in dieser Hierarchie weiter oben steht. Und der hat da einfach sehr, sehr viel mehr Erfahrung. Und von daher kann ich mich dem dann einfach auch anvertrauen. Die Heilpraktikerin und Qigong-Lehrerin Jutta, die Stefan gegenüber sitzt, nickt dazu. Sie sieht in der buddhistischen Praxis vor allem einen Weg, den sie selbstständig gehen kann. Im Vergleich zur christlichen Lehre habe ich das immer so verstanden, da warte ich quasi auf eine göttliche Gnade, die mir irgendwann widerfährt oder aber auch nicht. Das heißt, ich stehe an der Bushaltestelle und wenn ich Glück habe, kommt der Bus. Und wenn ich Pech habe, kommt er aber auch nicht. Und ich weiß auch nicht, wann er kommt. Und im Dharma ist es für mich so, dass ich weiß, in welche Richtung ich gehen will. Ja, und dann gehe ich halt. Babette, die beruflich psychisch kranke Menschen betreut, hört aufmerksam zu und findet plötzlich eine Formulierung für Erleuchtung, die ihr vorher nicht eingefallen war. So, what is important about Etwas Wichtiges an der Erleuchtung ist, dass wir uns von den Filmen befreien, die ständig in unserem Kopf ablaufen. Dann können wir nämlich klar sehen, was andere Menschen brauchen und ihnen helfen. Die Abkehr vom Ego und die Hinwendung zum Mitgefühl für alle fühlenden Wesen, das ist es auch, was Bernd und Karina Krämer-Bleicher dazu motiviert, ihr Leben der Dharma-Praxis zu widmen. Wobei Mitgefühl im Buddhismus etwas anderes bedeutet als Mitleid. Im Mitleid ist man halt eben oft so gefangen und so hilflos. Man leidet mit und ist einfach nicht in der Lage zu reagieren oder zu agieren und wirklich zu helfen. Im Mitgefühl, denke ich, ist man nicht so gelähmt. Man steht jemandem bei, im praktischen Sinne jetzt, ist jetzt auch noch in der Lage zu handeln. Wenn ich im Beruf nur Mitleid hätte, könnte ich, wie gesagt, den, glaube ich, nicht ausüben und wäre schon total ausgebrannt. Aber so, denke ich, bin ich schon noch in der Lage, die Menschen zu begleiten in ihren Problemen, körperlichen Leiden und so weiter. Wenn sie zum Beispiel einen Patienten mit einer schweren Lähmung behandelt, meint die Ergotherapeutin, dann nützt es ihm nichts, wenn sie mit ihm leidet oder versucht, ihn zu trösten. Das Mitgefühl dagegen öffnet für sie einen Raum, in dem sie diesem Menschen Geduld, Verständnis und Empathie entgegenbringen kann. Und das wirkt sich wiederum positiv auf die Behandlung aus. Ihr Mann Bernd Bleicher arbeitet in einer forensischen Klinik mit psychisch kranken Straftätern. Und auch er sagt, dass ihm die buddhistische Praxis in seinem Beruf hilft. Die Begegnungen, die ich mit den Patienten habe, die sind schon in der Richtung schon geprägt auf einen gewissen Respekt, obwohl es dann doch schon sehr schwierige Patienten sind. Die spüren aber auch, dass sie keine Ablehnung irgendwo erfahren. Und ich selber kann relativ viel Gelassenheit an den Tag legen. Und denen so viel irgendwo entgegenbringen, dass sie sich immer noch als Mensch fühlen können und nicht irgendwie als Ausgestoßene. Und das ist zum Teil hilfreich dann im Umgang, dass ich dann doch schon mehr als manch andere die Chance habe, denen auch meine Meinung zu sagen, was ich gut finde, was ich schlecht finde, was sie machen, dass sie sich das auch wirklich anhören.
Durch seine tägliche Praxis, sagt Bernd Bleicher, hat er erreicht, dass mich Dinge nicht mehr einfach aus der Ruhe bringen können, dass ich dann in einem ausgeglichenen Zustand bin. Seiner Frau Carina Krämer-Bleicher ergeht es ähnlich. Ich denke, das hat was damit zu tun, wie man seinen Alltag dann auch in den Griff kriegt. Das ist, glaube ich, ein sehr langer Prozess, aber dass man vielleicht doch im Laufe der Zeit etwas gelassener wird. Dinge etwas gelassener sieht und mit Problemen vielleicht ein bisschen einfacher umgehen kann oder dass man einfach zufriedener wird. Ohne diesen Effekt könnten die beiden vermutlich nicht bewältigen, worauf sie sich vor 6 Jahren eingelassen haben, das buddhistische Zentrum Benchen Punzokling aufzubauen und zu betreiben. Jeden Freitagabend fahren Bernd und Carina Krämer-Bleicher in die Eifel und kehren Montag früh zu ihrer weltlichen Arbeit zurück. Wobei das, was sie im Zentrum tun, durchaus auch weltliche Dimensionen hat. Also das Zentrum hier aufzubauen, hat sich wirklich so entwickelt zu einem zweiten Vollzeitjob. Also es ist schon am Wochenende mächtig Arbeit, aber es ist schon auch ein besonderer Platz und von daher, glaube ich, empfinden wir es alle gar nicht so, als ob es ganz viel Arbeit ist, sondern wir machen es alle sehr gerne. Wir praktizieren auch gemeinsam. Hier, es ist ja nicht nur Arbeit, sondern auch Austausch und Lernen. Für Bernd Bleicher ist selbst die körperliche Arbeit am Zentrum eine Form der Praxis. Es ist eine etwas andere Form. Man sitzt eben nicht auf einem Kissen, aber letztendlich ist es nichts anderes. Weil es kommt darauf an, mit welcher Motivation man das macht. Angefangen hat alles mit der Bitte ihres Lehrers, Sommerkurse in Deutschland für ihn zu organisieren. Seine Schülerinnen und Schüler konnten nicht ständig nach Kathmandu reisen und so war er bereit, auch zu ihnen zu kommen. Und dann kam halt eine Gruppe von Schülern zusammen und wir haben halt eben gemeinsam Kurse organisiert. Und das hat sich auch über einige Jahre hingezogen, bis dann irgendwann auch der Wunsch kam, von Rinpoche ein eigenes Zentrum zu gründen. 1999 fanden sie ein Gelände in der Schneeeifel, direkt hinter der belgisch-deutschen Grenze. Vor einem alten Bauernhof in dem kleinen Dorf Almuten flattern seither tibetische Gebetsfahnen im Wind und aus den geöffneten Fenstern erklingen seltsame Töne. Das Zentrum liegt idyllisch inmitten von Wiesen, Feldern und Wäldern. Direkt dahinter beginnt der sogenannte Schmugglerpfad, auf dem einst Zigaretten, Wein und andere Waren an den Zöllnern vorbei transportiert wurden. Nachdem die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht übernahmen, flohen auf diesem Weg Juden aus dem Dritten Reich nach Belgien. Und heute flanieren hier bunt gekleidete oder Jeans gewandete Menschen, von denen einige Malas, Gebetsketten, um das Handgelenk geschlungen haben. Als sie damals das Angebot für das Anwesen in der Zeitung fanden, erzählt Carina Krämer-Bleicher, erschien es ihnen der ideale Ort für ihr Vorhaben. Sie erkannten aber auch rasch, wie viel Arbeit erst einmal geleistet werden musste, bevor aus den alten, baufälligen Gebäuden ein Zentrum werden konnte. Angefangen haben wir aus einem Kuhstall ein Esssaal zu machen. Das bedeutete dann, den alten Boden rauszureißen, alles, was irgendwie nach Kuh roch, an den Wänden abzuschlagen. Dann ist das ganze Gelände zu pflegen, das ist relativ viel Arbeit. Und die kleineren, konkreten Sachen, dann Trockenbauwände zu ziehen, Duschen zu bauen, Toiletten. Wenn ein Kurs ist, dass dann viele Leute einigermaßen komfortabel hier ihre Zeit verbringen können. 1000 Kleinigkeiten. Gebaut und renoviert wird immer von denjenigen, die gerade Zeit haben, zu kommen. Und das Geld dafür fließt aus Spenden, wenn es fließt. Es könne immer nur das gemacht werden, wofür gerade Geld da sei, sagt Bernd Bleicher. Wenn keines da sei, müsse eben gewartet werden. Viele Buddhistinnen und Buddhisten in Europa und den USA bewegt zurzeit die Frage, wie können wir einen westlichen Buddhismus schaffen? Was ist die Essenz der Lehren und was ist nur ihre kulturelle tibetische Hülle? Wie viel davon müssen wir auch sprachlich übernehmen und was können wir weglassen oder durch unsere eigene Kultur und Sprache ersetzen? Carina Krämer-Bleicher und die anderen Schülerinnen und Schüler von Tengger Rinpoche beschäftigen diese Themen nicht besonders.
Ihr Lehrer, sagt Karina Krämer-Bleicher, ist ein sehr traditioneller Meister. Und wir folgen auch dieser Kultur, dieser Tradition. Der tibetische Buddhismus hat eine riesige Symbolik in den Bildern, in den Zeremonien und so weiter. Und durch die Besetzung der Chinesen leidet die Kultur. Und von daher finde ich es persönlich sehr wichtig, ein Stück dessen auch zu erhalten. Also wenn man jetzt weniger Symbolik und so weiter haben möchte oder wenn es wirklich ein Riesenproblem ist, denke ich, gibt es andere Möglichkeiten, Buddhismus auszuüben. Es gibt andere Traditionen. Das ist auch das Gute am Buddhismus, dass es halt eben sehr, sehr, sehr viele Richtungen und Linien gibt. Und da wird es für jeden individuell etwas geben. Die Texte, die Sie rezitieren, sagt Karina Krämer-Bleicher, sind alle ins Englische oder Deutsche übersetzt. Sie weiß also, was sie da betet. Auf die Frage, ob denn die langen Rezitationen in tibetischer Sprache nicht dazu führen, dass man in Trance verfällt, erwidert sie: Nee, man weiß schon noch ziemlich genau, was man tut. Nein, im Gegenteil, ich meine, es geht darum, klar zu sein, auch in der Meditation. In der Meditation, sagt sie, lernt man ja gerade wach zu werden, achtsam. Zu wissen, was man in dem Moment auch tut, seine Gedanken ja mitzukriegen. Und wenn sie Fragen hat, kann sie sich an Lama Yönten wenden. Der lebt seit einem guten Jahr in Bönschen-Punzok-Ling und kann inzwischen neben Englisch auch ein wenig Deutsch. Bernd Bleicher erzählt, wie froh sie waren, als ihr Lehrer einwilligte, ihnen einen seiner Mönche nach Almuten zu schicken. Der eigene Lama ist dafür da, dass ein Dharma-Leben im Zentrum ist. Dass jemand da ist, der zum Beispiel dann so die tägliche Dharma-Praxis beherrscht und die dann auch kontinuierlich jeden Tag ausführt. Weil es reicht nicht alleine, sich hier nur zu treffen und zu arbeiten. Das wäre dann nur eine Seite. Und da verliert sich der Aspekt, dass man hier auch im Grunde genommen herkommt, um zu meditieren. Zum Meditieren kommen Bernd und Karina Krämer-Bleicher nicht so oft, wie sie gerne möchten. Sie haben zu viel anderes zu tun. Dennoch machen sie jeden Tag ihre Praxis. Manchmal nur eben in der Minimalversion. Und die Erleuchtung, sagt Karina Krämer-Bleicher, ist für sie ein ganz fernes Ziel. Erleuchtung? Sicher. Das hört sich sehr gut an und gerade wenn man so anfängt, dann ist man sehr enthusiastisch und legt sich so richtig ins Zeug mit der Meditation und ist euphorisch und denkt, oh super, wenn du dich jetzt ganz doll anstrengst, bist du vielleicht in 20, 30 Jahren erleuchtet. Ja, und mit der Zeit kommt halt eben doch die Erkenntnis, dass es ein sehr, 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 sehr langer Weg ist, sehr anstrengender ist. Und dann setzt wahrscheinlich, wenn ich das so sagen kann, rückblickend, erst das richtige Praktizieren ein oder die eigentliche Praxis, sodass man lernt, tiefer zu schauen und den Weg zu gehen.